Sprung. Sie tun alles, um das verschleißende Gerät einsatzfähig zu halten. Doch es mangelt den ukrainischen Truppen an Munition und an Personal. Das Rekrutierungsalter wird nun von 27 auf 25 Jahre abgesenkt. Bis zu 500.000 neue Soldaten sollen bald einberufen werden. Um diese auch langfristig auszurüsten, will NATO-Generalsekretär Stoltenberg die Finanzierung von Waffenlieferungen sicherstellen mit einem 100 Milliarden Euro NATO-Paket für 5 Jahre. Wir diskutieren verschiedene Wege, damit unsere Unterstützung der Ukraine weniger von kurzfristigen freiwilligen Angeboten abhängig ist, sondern mehr von langfristigen NATO-Zusagen. Mit einer besseren Organisation wollen wir unsere Unterstützung robust und langfristig absichern. Einem Wegbrechen von US-Unterstützung nach einer möglichen Trump-Wahl könnte so vorgebeugt werden. Die Idee Stoltenbergs beim NATO-Außenministertreffen, an die Stelle der bisherigen Koordination der Ukraine-Unterstützung durch Einzelstaaten soll das Bündnis treten. Neben der langfristigen Finanzierung soll es auch Waffenlieferungen und Ausbildungsmissionen koordinieren. Die NATO könne so von Russland noch stärker als Kriegspartei gesehen werden, war lange die Sorge der Bundesregierung. Nun aber kommt Unterstützung von der Außenministerin. Skeptisch zeigt sie sich nur bezüglich des 100-Milliarden-Pakets. Wichtig ist hier, dass wir die Prozesse zwischen EU und NATO nicht duplizieren. Deswegen halte ich es jetzt nicht für sinnvoll, wieder über einzelne Größen hier zu diskutieren und in der Luft zu jonglieren. Es brauche aber mehr Geld für die Ukraine und für die eigene Sicherheit. Entscheidungen über Finanzierung und Koordination fallen aber erst beim großen NATO-Gipfel im Sommer in Washington.